Meine Damen und Herren, wir haben nicht so oft die Gelegenheit, bei uns im Plenum an so prominenter Stelle ausführlich zum Thema SED-Aufarbeitung auszutauschen. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um angesichts des morgigen Frauentags ein paar frauenpolitische Schlaglichter auf das Thema zu werfen. Es gibt ja das trügerische Klischeebild der emanzipierten DDR-Frau. Und ja, es gibt dafür auch Anknüpfungspunkte. Frauen im Osten waren aufgrund von Lohnarbeit und flächendeckender Kinderbetreuung deutlich unabhängiger als Westfrauen. Sie hatten mehr Rechte gegenüber ihren Ehemännern. Auch das ist richtig. Und es gab ein anderes Selbstverständnis von Weiblichkeit, das dazu führte, dass es zum Beispiel kein Widerspruch war, auch Kranführerin zu sein. Aber es kann von Gleichberechtigung keine Rede sein. Im Durchschnitt verdienten Frauen auch in der DDR 30% weniger, bekamen seltener Führungspositionen und waren auch häufiger von Altersarmut betroffen. Auch konnten sie natürlich nicht frei und unabhängig von patriarchalen Strukturen leben und agieren. So waren lesbische Frauen in der DDR zwar nicht kriminalisiert, sie hatten aber auch keine Resonanzräume, um frei zu leben. Sie und ihre Anliegen passten eben nicht ins Bild der männlichen SED-Führung. So wurden beispielsweise eine Frauengruppe, die in Ravensbrück einen Gedenkkranz für lesbische Opfer des Nationalsozialismus ablegte, verhaftet, verhört und am Ende das Gedenken untersagt. Grundsätzlich machten sich Frauen verdächtig, sobald ihre Selbstbestimmung außerhalb der vorgesehenen Bahnen verlief. Das war zum Beispiel auch dann häufig der Fall, wenn sie wechselnde Sexualpartner hatten oder wenn es allein den Verdacht darauf gab. In diesem Kontext möchte ich ein weiteres frauenspezifisches Thema ansprechen, nämlich die sogenannten Tripperbogen. Ich weiß nicht, ob alle im Saal sich unter diesem Begriff etwas vorstellen können. Das waren geschlossene venerologische Stationen, die also spezialisiert waren auf Geschlechtskrankheiten, die es in verschiedenen Städten der DDR gab, unter anderem auch in Ost-Berlin. Der Name ist aber trügerisch. Diese Stationen dienten nämlich nicht der Gesundheit, sondern der angeblichen Erziehung von Mädchen. Im Volksmund wurden sie Tripperbogen genannt. Hier wurden unter anderem Jugendliche und junge Frauen eingesperrt, denen sexuelle Freizügigkeit unterstellt wurde. Aber auch angeblich unerzogene Mädchen oder Jugendliche, die als sogenannte Herumtreiberinnen oder Arbeitsbummelantinnen aufgegriffen wurden. In den Kliniken wurden Mädchen und Frauen zwischen 12 und 22 Jahren aus Erziehungsgründen eingesperrt und mussten über Monate hinweg überflüssige gynäkologische Untersuchungen über sich ergehen lassen und mussten Strafen bei angeblich aufmüffigem Verhalten ertragen. Und zudem gibt es Berichte von Vergewaltigungen durch Stasi-Mitarbeiter in diesen Einrichtungen. Und erschütternd sind nicht nur diese Berichte über die sogenannten Tripperbogen, sondern auch die Tatsache, dass es bis Anfang der 2000er Jahre kaum ein Bewusstsein für deren Existenz gab. Und das zeigt auch, dass es eben keinen Schlussstrich bei der Aufarbeitung geben darf. Tatsächlich hat es eine ganze Weile gedauert, bis betroffene Frauen über ihre Misshandlungen öffentlich gesprochen haben. Bis heute kämpfen viele von ihnen mit körperlichen und seelischen Spätfolgen und nur wenige haben je eine Entschädigung für das erfahrene Leid erhalten. Das hat verschiedene Gründe und manche von diesen Gründen liegen auch in unseren Händen. Diese Barrieren zu beseitigen, ist unsere gemeinsame Aufgabe.